Okay, hier ist gerade wesentlich Wurmgehirn, die Angst eigentlich zu sehen ist. Und der Bursche hier schaut auch nicht so gesund aus. Wow. Sind ja extrem viele. So, trotzdem wir ihn erstmal da oben, so. Ein Messer ins Gesicht bekommen. Kann ich den denn dodgen? Kann ich den überhaupt irgendwie dodgen? Das wäre mal interessant zu wissen. Okay, also das hier ist schon ein bisschen gruselig. Wenn man sich vorstellt, dass das eine Schule sein soll. Was ist das? Das ist wie ein Gehstock mit einem Rahmenkopf oder so. Ein Rätsel. Wann gleicht ein Crockett-Schläger einem Billardschläger? Genau. Wann immer du willst. Oh, lol. Kann damit irgendwie so eine lustige Crockett-Kugel verschießen, die dann irgendwann explodiert, wie es aussieht. Okay, naja. Auf jeden Fall eine neue Waffe, ist doch gut. Jetzt weiß ich gar nicht, wohin wir müssen. Patsch, patsch, patsch. Der ist ganz cool. Macht auf jeden Fall ganz gut Schaden. Okay, jetzt sind wir in der Bibliothek. Gut. Hallo. Krass, smart. Okay. Hier wird's ein bisschen crazy. Aber das habe ich ehrlich gesagt auch über dieses Spiel gelesen, dass das ein bisschen verrückt sein soll. Okay, hier kommen wir nicht durch. Wie es aussieht. Geht die Tür da oben auf und zu? Hm. Dadurch? Was? Alter. Okay, daher kamen wir. Alles klar, da wackelt noch ein Schrank vor sich hin. Oder eine Uhr. Mit einem Auge drin. Yay! Total geil. Ah, da steht er wieder und raucht erstmal ein. Eine Pfeife. Es ist wohl doch nicht so einfach, wie du meintest. Kein Grund, sarkastisch zu werden. Mein Gedächtnis ist zwar nicht mehr gut, aber ich bin jetzt hier, um dir zu helfen. In der Bibliothek gibt es ein Rezept in dem Buch der sonderbaren Dinge. Oh nein! Lauf! Alter! Was machen die denn mit den Kindern hier? Abgefahrener Shit. Guck mal, das Kind da hat den Kopf offen. Wirks. Das hier hat irgendwas reingenagelt bekommen. Und hier ist eine Klemme drauf. Boah. Abstrakt. So, egal, wir gehen mal weiter. Also egal ist das auch nicht, aber... Wusste ich doch, dass das Regal da irgendwie aufgeht oder sowas. Ah ne, das ist das Buch. Nein, das geht wirklich auf. Ha! Ich hab's gewusst. Gut, dann auf zur Bibliothek. Guten Tag. Guten Tag. Er ist ein Huhn geworden. Ich seh dich. Hallo, super Freund. Wow. Okay. Klack. Und klack.
braucht relativ wenig Mana, das ist cool. Oh, ich habe gesehen, dass da eben gerade noch einer beiseite gegangen ist. Oh. Huh. Sehr cool. Schicke Treppe. So eine hätte ich gern für zu Hause. Wenn ich mal wieder in die fünfte Etage muss. Richtung erlangt man Schritt für Schritt. Jeder Schritt ist schwer. Mach immer nur einen. Was haben wir da jetzt? Ein Buch. Das wegfliegt. So. Der Cricket-Schläger ist echt super. Okay, mal gucken. Auf das Buch müssen wir wahrscheinlich gleich drauf springen. Würde ich einfach mal annehmen. Das Regal hier nutzen wir mal als Drauflaufstelle. Pam. Observatorium dürfen wir nicht rein. So, weggetackelt. Okay, den auch. Wie komme ich denn jetzt weiter hoch? Mal gucken, was wir hier drüben noch haben. Da oben sind noch Plattformen. Ah, hier ist noch ein Buch. Können wir da drauf springen? Nee. Wir fliegen auch viel zu schnell weg. Ist das hier Aufzug? Ja, tatsächlich. Und tot. Splatter. Aha. Ja, sowas in die Richtung habe ich mir auch gedacht. Da scheint aber irgendwie noch ein Buch zu fehlen. Zumindest glaube ich nicht, dass das reicht. Nee, das reicht niemals. Springen wir mal wieder zurück. Okay. Versteckt sich hier irgendwo noch eins, welches ich nicht gesehen habe? Muss ja eigentlich so sein. Kann ich da rüber? Ups, Entschuldigung. So, hier hatten wir keins mehr. Aber hier unten war ich, glaube ich, gar nicht auf der anderen Seite. Und da ist keins. Hier ist nur die Treppe. Vielleicht hier hinter dem Regal noch irgendwo? Nein. Nö. Komm schon, hier muss doch irgendwo noch ein Buch sein. Oder reicht das? Unterschätze ich gerade duelle Sprungvermögen? Wir werden sehen. Oder? Werden wir es nicht sehen? Ich weiß es noch nicht. Da drüben ist auch keins, ne? Selbst wenn, wie komme ich da überhaupt hin? Oh. Ups. Kann man da drüben überhaupt irgendwie drauf? Scheinbar nicht. Okay, dann versuche ich es einfach mal. Aber ich glaube... Ja, wobei, ganz unten könnte auch noch eins sein. Jetzt ist ja gar nicht richtig gesprungen. Oh, und tot. Vielleicht hätte ich speichern sollen. Ja, das hätte ich tun sollen. Komisch, manchmal lädt er das und manchmal lädt das nicht. Oh, wow. Muss ich jetzt von komplett vorne anfangen? Oh, oh wow. Cool. Ich habe noch nie die linke Maustaste gedrückt. Hätte ich mal gleich machen sollen mit dem Buch. Na toll, jetzt muss ich das alles nochmal machen. Das wird mir noch ganz oft passieren. Auch wenn ich vorhin sagte, der Fehler wird mir nicht wieder passieren, aber scheinbar doch.
aber jetzt wissen wir Bescheid, was wir tun müssen. Und machen das jetzt einfach schnell. Cricket-Schläger! Ja, wir wissen, was wir damit tun. Ein Rätsel. Wann gleicht ein Crocket-Schläger einem Billardschläger? Ein Crocket-Schläger, genau. Von mir aus. Wann immer du willst. Können wir das unterbrechen? Das können wir. Gut. Mache ich jetzt einfach mal, weil haben wir alles schon gesehen. So, kaputt. Okidoki. Das nehmen wir auch noch mit. So, das breche ich wieder ab, wenn es geht. Geht es? Nein, geht nicht. Na gut, dann gucken wir uns das eben wieder an. Und danach speichere ich sofort. Und zwar sofort. Und zwar jetzt. Dann wieder auf in die Bibliothek und ja, mal gucken. Jetzt steige ich mal nicht sofort das Regal hoch. Sondern werde mal gucken, ob noch ganz unten irgendwie ein Buch war. Leben! Leben! Guten Tag. Jetzt lacht er wieder. Heute ist er kein Hühnchen. Zack. Leben, 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 leben. Oh. Gegen zwei habe ich gerade nicht so viel Lust. Cricket! Oder Crockett! Oder ich weiß gar nicht, was ist denn der Unterschied? Gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen Cricket und Crockett? Ja, da ist das Buch. Ich habe es gerade schon gesehen. Jupp, jupp, jupp. Na, keiner da. Flieg! Hier war nichts mehr, nein. Nein, hier war nichts mehr. Dann ab auf die Treppe. Ich finde die Treppe sau cool. Ja. Erleuchtung erlangt man Schritt für Schritt. Das wissen wir, Kätzchen. Schwer. Mach immer nur einen. Zack. Dann stapeln wir die Bücher da jetzt mal eben vorm Regal. Oh. Da habe ich daneben geschlagen. Warum ist der andere eigentlich weggelaufen? Uah. Wo kommt der her? Warum liegt der eigentlich Strom? Hm? Eins und zwei. Und eins. Und zwei. Und eins. Oh, und daneben und auf. Zack. Man kann das Ganze auch sehr viel schneller machen, wenn man dann weiß, was man machen muss. Stirb. Hier war kein Buch mehr. War da hinten noch eins? Ich weiß es nicht mehr. Nein. Gut. Dann speichere ich mal so zwischendurch. Und das dürfte das letzte Buch sein, glaube ich. Die HP hier nehme ich mal mit. Und dann fahren wir mal da hoch. Ne, das ist doch nicht das letzte Buch, aber das hier ist jetzt nicht ganz so fern. Was ist das da oben eigentlich, wo wir da hingehen müssen? Sollen. Schauen wir uns mal an. Und ich habe Angst vorm Springen hier drin. Und hoffentlich gibt es nicht ganz so viele Jump'n'Run-Passagen. Und hab. Hallo? Was bist du? Es gibt kein Schloss, aber es öffnet sich nicht. Es klemmt. Behandle es wie ein chinesisches Kästchen. Drück auf die richtige Stelle und es funktioniert. Hm. Das nennst du drücken? Gut, dass ich nichts von Gewalt gesagt habe. Es wäre zu Staub zerfallen.
Okay. Das war wohl das Buch. Sah nicht aus wie ein Buch, wenn ihr mich fragt. Zack. Pilze, Blüten, Brause, Zischen, alles musst du untermischen. Ist die Mischung gut und fein, wirst du schnellstens winzig sein. Eigentlich mag ich ja nichts Süßes. Da musst du wohl durch, Alice.